Du hörst hier doch ständig was. Da liegt ein Pfeil rum, aber das ist der Pfeil, den ich beim Versuch, den Marienkäfer zu töten. Ah, warte, das mit dem Marienkäfer, da gab es ja auch noch Probleme, was meine innere Korrespondenz anging. Und zwar, ich wollte auch was trinken. Nee, getrunken habe ich, glaube ich, was, ne? Ach, ich weiß es da auch nicht mehr. Da unten ist eine Laus, die ich wieder nicht treffe wahrscheinlich, weil ich nicht schießen kann. Habe ich es nicht gesagt. Fliegen töten ist auch so eine Sache. Ich sehe keine Fliegen. Es ist eigentlich, ich mache eigentlich besser nur im Lager rum. Das wäre sicher. Wie komme ich denn eigentlich auch zu einer besseren Axt? Das wäre interessant. Ich müsste meinen Boden fertig bauen. Sonst zeigt er mir als an, dass ich Boden bauen soll. Pass mal auf. Ich hack mal Gras. So. Ich hack mal Gras. Dann kann ich vielleicht den Boden fertig bauen, obwohl ich damit unzufrieden bin. Und zwar massiv unzufrieden. Ich könnte jetzt mal sagen, dass ich nur ein bisschen unzufrieden bin. Ich finde das komplett beschissen, wie das hier aussieht. Ah, das guckt ihr das doch mal an. Das hier ist okay, das geht. Wobei ich das da auch gerne weg hätte. Aber ich würde es gerne irgendwie höher setzen. Ich meine, das wäre schön. Aber gut, vielleicht mit einer Schippe. Wer weiß. Ich mache jetzt erstmal hier dran gerade und wir gucken uns mal an, was wir hier machen können. Ich könnte die Eichelmaske. Das ist große Bedrohung. Schwere Rüstung. Okay, das könnte vielleicht hilfreich sein. Ich weiß es aber nicht, weil ich... Was ist da? Macht er eine Madenbrille? Da macht er mehr Ausdauer. Das hier macht... Oh, großen Widerstand. Brauche ich Kleeblatt, grobes Seil. Madenweste, Kleeponcho, Eichelbein... Panzer. Naja, gehen müsste das auf jeden Fall. Ich würde das dann in den Rucksack stecken, einmal für Dingens. Für den Dings. Oh, eine rote Ameisenkeule, das würde auch gehen. Ameisenmandibeln, da brauche ich zwei von einem, habe ich. Da müsste ich noch ein paar mehr killen. Dann könnte man das machen, das hat bestimmt mehr Schaden. Das ist bestimmt besser. Gut. Ich brauche mehr Ameisen. Zeigt mir Ameisen, meine Freunde. Ich gleite. Ich sammle Sachen. Ich brauche Ameisen. Das ist eigentlich unumgänglich. Ich brauche Ameisen. Zeigt mir eine Ameise. Da hinten waren welche. Ja, da waren aber Killer-Ameisen dabei. Aber egal. Ich mache einfach alles platt. Das ist es. Das ist der Trick an der Geschichte. Dann gehen wir vielleicht auch mal da lang. Was weiß ich? Ich kenne mich nicht aus. Ameisen wären auf jeden Fall gerade erstmal eine gute Sache. Ah, zu langsam für eine Laus. Prima. Können wir ganz kurz... Da hinten ist ein Marienkäfer. Können wir ganz kurz mal hier... Was ist denn da hinten eigentlich so groß? Ich sehe keine Spinne. Das ist schon mal viel wert. Was gibt's hier unten? Ist vielleicht einfach eine Riesenameise. Was ist denn eigentlich hier hinten? Gibt's hier was? Ich weiß es nicht. Ich gehe einfach mal gucken. Ja, sterben kann ich ja nicht, ne? Ja, jetzt sterben ist ja nicht drin. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Ah, wir sind jetzt im Gebiet der... Alles klar. Ich glaube, dieser Krater hier, diese Schneise, die zeigt das an. Wenn du da hingehst, brauchst du Gasmaske. Was? Er hat irgendwas detected. Ich weiß nur nicht, was er detected hat. Ah. Ich glaube, er hat sie detected. Nicht rum. Ah, da gibt es Säuredrüsen. Ich habe doch hier so einen Verband, ne? Wenn ich mir den jetzt an den Körper klebe. Wow. Wow, der stellt ja richtig. Wow. Episch. Also das ist großartig. Können wir den Kleeponcho reparieren? Nein, können wir nicht, weil kein Klee da ist. Natürlich. Was sollte auch sonst passieren? Ich wollte eigentlich auch nur Ameisenarbeiter töten.
Na gut. Wir gehen erstmal. Ich mache mich erstmal in der Nähe des Nestes unbeliebt. Vielleicht finde ich ja hier irgendwas. Außer die, die da rauskommen. Also wenn ich nur welche finde, die rauskommen, dann ist das eben so. Warum gehen die raus und wieder rein? Komm doch raus und lauf weg. Und vielleicht nicht nach links, sondern so, dass ich dich auch mit meinem Pfeil voll in den Arsch knallen kann. Oh, pass mal auf, ich bleib jetzt hier so stehen. Das kann ja, wenn es Kriegerameisen sind, sind halt Kriegerameisen. Mein Gott, was soll ich machen? Ja, war eine rote Kriegerameise. Jetzt habe ich wahrscheinlich gleich zwei heiß gemacht. Jetzt habe ich auch noch mein Ding fallen lassen. Das ist super. Ey, San Marino, mach ruhig. Warum der ständig die Scheiße in die Hand nimmt, weiß ich auch nicht. Na klar. Was habe ich jetzt verloren? Ich habe keine Ahnung, bin ich ehrlich. Ich glaube, ich bin jetzt vom Dings gekillt worden, ne? Und das auch nur, weil ich dazwischen gelaufen bin, aus Versehen. Aber Moment, wir könnten, wenn wir die Axt mitnehmen, könnten wir ein bisschen Klee nehmen und dann könnten wir vielleicht unsere Rüstung reparieren. Und warum der den Stein dahin gemacht hat, das ist was ich nicht raffe. Warum er den Kiesel dann an die Stellen tut, wo er sie nicht hinmachen soll, das ist mir nicht klar. Was brauche ich denn hierfür, um das zu reparieren? Rote Ameisenbrocken habe ich nicht. Die werden wahrscheinlich in meinem Koffer liegen, der jetzt da hinten irgendwo rumkaspert. Oh, pass mal auf, wähl mal hier den. Naja. Das Ameisending, das hätte ich gerne. Das wäre cool. Wir könnten natürlich auch die Eichelrüstung bauen, aber ich habe das Gefühl, das hat Nachteile. So, was willst du? Oh, jetzt bin ich natürlich ausdauermäßig schon im Arsch. Meine Fresse, Junge. Ja, das ist doch tot, da brauchen wir uns nichts vormachen. Ja, klar, natürlich. Ich hab, ja. Auf jeden Fall, du Pissbirne. Nein, ich bin gerade nicht aggressiv. Nein, das klingt nicht so. Nur weil ich mich wieder anstelle wie der letzte Idiot, Alter. Ist ja nix machen. Dumm wie, ey, wirklich, kannst du dir nicht ausmalen. Himmel, Herrgott, wie viele Ameisen sind das denn da? Oh ja, du kannst mich mal. Okay. Kannst du vielleicht irgendwo dahin gehen, wo ich dir auch einen reinkloppen kann? Du kleine hässliche Made. Danke. Ja. Wer bist du, Alter? So. Da hinten läuft. Oh, das Marienkäfer. Ich hab schon. Wer? Gib mir mein Ding wieder. Euch drei würde ich auch gerne verprügeln, wenn ich ehrlich bin. Aber Oh. Ich muss ein bisschen aufpassen, dass da zufällig eine Kriegerameise bei rauskommt. Ja, ich habe alles eingesammelt. Rote Ameisenbrocken. So. Bap. Voll auf den Kopf. Der Haken ist die Menge.
Ich hab doch gar nichts gemacht. Was ist denn das? Ich will das nicht. Mutti. Das war gut. Auf jeden Fall, beste Leistung, Diggi. Ich hoffe, meine Dinge sind noch hier. Mein Schlagteil ist beschädigt. Ich muss es reparieren. Wie soll ich es anpinnen? Du sollst den reparieren. Kann man den? Keine Ahnung, wo er jetzt hin ist. Fehlt natürlich ein Distelstachel, ist ja klar. Was sollte auch sonst fehlen. So, hier erstmal. Ich gehe erstmal da, wo ich die ganzen Ameisen geschlachtet habe. Und hole mir mein Loot, falls es welchen gab. Das war wieder ganz erfolgreich. Totaler Fehlschlag. Komplett vergimmt. Die ganze Zeit nichts können, darum genoobt. Ich gehe mal kurz hier rein. Ich glaube, hier kann ich das Quest abgeben, ne? Oder zumindest, weil ich... Was? Finde Bürgels Chip Grabraub? Okay. Große Eichelkappe. Große Eichellampe ist ein legendenumwitterter Ort. Wer danach sucht, ist bisher nie wiedergekehrt. Okay. Ja, Chip Grabraub. Kann ich irgendwas analysieren? Hier diese Giftdrüse. Mach das mal. Dadurch kann ich Käfergummi. Prima. Jetzt würde ich gerne nach Hause gehen. Das hat mehrere Gründe. Erstens bin ich traurig. Zweitens habe ich bestimmt nicht das, was ich brauche, um diesen komischen Hammer bauen zu können. Und zweitens ist auch spät. Also, ciao. Krass, er überspringt ja tatsächlich die Nacht. So, zeige ich mal her, wir verdursten. Das ist ein schlechtes Zeichen, wenn wir ehrlich sind. Ganz schlecht. Ich muss mal hier runter. Axt. So, wir müssen uns ein bisschen beeilen wegen dem Wassertropfen. Ich brauche aber zwei, ne? Das ist so eine Kernschwierigkeit. Okay. Wo hingefallen ist, habe ich nicht gesehen. Habe ich überhaupt das richtige Gras geschlagen? Hä? Ich bin behindert, das ist es. Oh. Und was können Sie? Ja, also eigentlich im Grunde nichts. Ja. Kann nichts trinken, weil ich hängen geblieben bin am... So, warte mal. Ich müsste mal ganz kurz gucken, ob ich hier was reparieren kann. Dann macht es. Und dann macht es. Und dann macht das. Ah, Fackel kann man nicht reparieren. Da brauche ich... Okay, das kann ich auch. Das ist gut. Dann kann ich noch den Speer... Ah, es ist doch alles... Das ist alles ein kleines bisschen zum Heulen auch. Wie sieht's hier mit dem aus? Ah, da brauche ich zwei von. Der Poncho scheint nicht so gut zu sein. Ich bräuchte dafür vielleicht die Brustrüstung, aber da brauchte ich wieder was ich nicht habe, weil ich nicht weiß, wo ich es kriege. Ich bräuchte vielleicht einfach auch eine Schippe. Eine Schippe würde vieles... Oh, guck mal, da wäre was zu trinken gewesen, direkt vor der Haustür. Tja, das ist halt auch, wenn du ein bisschen dumm bist. Ah, Essen habe ich keins. Gut. Habe ich das schon fertig gebraten? Kann ich in meinen Hunger sehen? Mein Hunger reicht noch für ein... Dann mach das mal. Ich habe, glaube ich, alles, was für meinen Ameisenhammer nötig ist, ne? Cool. Ich habe jetzt einen Ameisenhammer. Irgendwo. Hier habe ich einen Ameisenhammer. Den können wir mit dem Hammer tauschen. Ich weiß jetzt nicht. Moment. Dann können wir den Hammer vielleicht hier... Sammel das mal auf. Dann können wir den Hammer vielleicht mal hier reinlegen. So. Und den Stapel vielleicht auch und den Stapel und das und das und den Rüsselkäferkopf.
Und die Giftdrüsen. Ich weiß nicht, ob ich das irgendwie für was brauchen kann gerade. Ich wollte mir eine Rüstung bauen, ne? Nochmal. Vielleicht die Maden. Ah, das kann ich mir bauen. Da brauchte ich die Giftdrüsen für. Okay. Jetzt ist die Frage, ist das eine gute Sache? Ach, ich mach's einfach. Kann man sich bestimmt auch eine Dings bauen. Eine, wie heißt das? Hier so eine... Kann man sich vielleicht eine Puppe bauen, wo man das draufhängt? Das wäre interessant. So, irgendwas fehlt mir, was ich analysieren müsste wahrscheinlich. Ich kann jetzt hier milden Brotleib, da brauche ich aber Läuse-Dörrfleisch für. Mensch, also ist das klingt nicht cool, ehrlich. Ah, ich könnte das machen, da brauche ich... Gar nichts, das ist was zu trinken, glaube ich, ne? Wir könnten mal eine Schippe bauen. Da sehe ich übrigens Bedarf. Wir bauen eine Schippe. So, dann haben wir eine Schleimpilzfackel. Ich weiß nicht, ob die zumindest für kurze Zeit erleuchtet. Ah, okay, das ist auch nur für kurze Zeit. Wir haben einen, können einen Rüsselkäferschild. Dafür brauche ich aber Rüsselkäferkrempel, den ich nicht habe. Die Ameisenkeule habe ich schon gebaut. Ich weiß nicht, ob ich das Eichelkram bauen sollte. Das sind Fragen, die stellen sich mir tatsächlich. Das weiß ich nicht. Was kann ich jetzt mit dieser Schaufel? Die legen wir mal auf die 7. Oh. Ah, guck mal, man kann... Ach, das ist ja cool. Das wusste ich auch nicht. So, was kann ich jetzt mit der Schippe? Kann ich jetzt hier einfach hier rumschippen? Nein, natürlich kann ich das nicht. Ist ja klar, dass das jetzt nicht einfach so geht, war absehbar, ne? Okay, wir laufen mal in die Richtung... Ja, es bleibt mir ja nichts anderes. Es bleibt mir nur die Richtung übrig, in die ich laufen soll. Technisch gesehen. Außer ich finde zwischendrin irgendwas, was ich killen könnte. Dann ändert sich da der Richtungsweg vielleicht, damit ich vielleicht nochmal was erkunden kann. Was ist denn das da? Ach, ich habe eigentlich auch ein bisschen Angst. Aber es ist eigentlich egal, man stirbt ja nur. Es ist ja nicht so, dass man irgendwie... Dass man da große... Ah, hier gibt es erst nochmal ein bisschen Saft. Okay, toll. Toll, Saft ist super. Saft ist ganz klasse. Hier ist irgendwie... Ich bin mir nicht sicher, ob das immer so klug ist, in diese Höhlen reinzurennen. Hier krabbeln Viecher rum.